Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Escape Sierra Leone. Wir sind hier in unserem kleinen Unterschlupf, kommen gerade von unserer schönen Bootsreise zurück von der kleinen Insel und haben jetzt mittlerweile genug gesammelt. Was sagen die Kalorien? Naja, gut. Schon wieder durstig? Oh mein Gott, wie viel muss denn der trinken? Das ist ja furchtbar. Hier gibt es auch irgendwo Wasserstellen, wo ich meine Wasserflaschen wieder auffüllen kann, habe ich gehört. Was ist mit der? Ist die leer? Ist die leer dahingestellt? Ja, natürlich habe ich die leer dahingestellt. Und ich stelle sie auch wieder hin. Und dann werde ich das nächste Mal wieder dahin rennen. Ja. Immer schön saugt. So, Rotilein. Das nehmen wir auch mit. Und die kommt hier ins Eck. So. Klick. Das ist der Mülleimer. Nehmen wir die auch gleich weg hier. Dreckiges Wasser. Könnte ich eventuell abkochen. Ja, könnte ich eventuell abkochen. Aber Streichhölzer sind auf dem Boot. Ah, kein Bock zu laufen. Weg damit. Wir werden schon noch genug Wasser finden. Und zwar hier auf Dublin Island. Und da geht es jetzt auch in den frühen Morgenstunden um 7 Uhr. Um 7 Uhr 4. Nein, Tag 7. Um 4 Uhr 59. So, um 5 Uhr. So. 5 Uhr morgens die Tür. Oh, schlägt uns. Geht's zurück zum Boot. Und dann rüber nach Dublin Island. So. Hoppla, hopp. Da. Ganz schön viele Kanister hier. Einer schwimmt im Wasser. Wer hat denn die da hingetan? Sowas. So eine Umweltverschmutzung. Wir recyceln doch immer so schön. Na, steig ein, Freund. Hallo. Hüpf. So. Ach so, erstmal einmal an die Kiste. So komme ich da aber nicht raus. Rückwärts. Hat ja auch einen Rückwärtsgang, das Ding. So, wir wollen in diese Richtung. Um die Insel rum. So. Und Vollgas. Eine lustige Bootstour, die ist lustig und schön im Regen. Da kann es schon nass werden gehen. Oder so irgendwie. So, das hier müsste auch noch Dublin sein. Richtung müssen wir. Also, da wird das hier halt wieder eine lustige Bootsfahrfolge. Wunderbar. Und den Timer schon wieder vergessen. Hey, Bimbam. Jetzt auch. Da werden wir ja wohl hier irgendwann mal wegkommen von der Insel. Naja, wenn etwas Feines, Neues auf den Markt kommt, im Moment meiner Vorliebe nach ein Rennspiel, ein Racing Game, eine Rennsimulation, wie auch immer, dann wird natürlich das Let's Play von Escape Sierra Leone auf einen Schlag abgebrochen. Aber da müsst ihr dann nicht traurig sein und euch die Augen ausweinen. Nein, denn... Oh, es hat auch geregnet. Oh, schön. Dann kommt ja das neue Let's Play. Denn ja, Escape Sierra Leone ist jetzt, ich sag mal, nicht ganz so spannend, wie ich mir das vorgestellt habe. War, außer wenn wir jetzt kentern. Okay, so. Regen ist vorbei. Wunderbar. Nicht ganz so spannend. Gut, wir haben uns auch, oder ich habe mich in dem Fall, ihr würdet es vielleicht anders machen, von den ganzen bösen Jungs ferngehalten. Aber da, wo wir jetzt hinfahren, wird es definitiv nicht mehr so laufen. Ich glaube nicht,
nicht, dass wir zurückkommen auf unsere schöne Insel. Auch schön, hier wieder der Sonnenaufgang. Da ist auch Dublin Island bestimmt nur so von Wesen umzwimmelt. Ah, was ist denn hier los? Oh mein Gott, was für eine üble Brandung hier. Was für heftige Wellen. Nein, 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 nein. Mutti, auf. Ich bin hier die ganze Zeit umgegangen. Also wie gesagt, sobald was Feines Neues rauskommt, das ist halt im Moment gerade alles sehr mau an Spielen. Ja, kann mich das Boot jetzt mal ausreden lassen? Dann wird Sierra Leone abgebrochen. Das ist quasi nur ein Lückenfüller, weil es halt gerade echt nichts Gutes gibt. Ich habe schon ein paar Spiele, habe ich mir angeguckt. Aber wie gesagt, ist alles irgendwie nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Ich warte ja auf irgendeinen schönen Blockbuster wie GTA 5 oder so. Wo wirklich hunderte von Folgen von Let's Plays drin sein können. Habe ich übrigens auch gezockt, GTA 5, nur damals leider noch nicht aufgenommen. Schade eigentlich. Und nochmal durchspielen. Ja, ich habe es eigentlich schon zweimal komplett durchgespielt. Dreimal. Und ja, noch ein viertes Mal, ich weiß nicht. Vor allem weiß ich ja dann schon zwei Schritte, das verliert auch so ein bisschen den Reiz. Wenn ich da dann nur so durchrenne, das hat ja auch keinen Wert. Deswegen warte ich, wie gesagt, lieber mal noch auf neue Spiele, die da rauskommen. Und werde die dann natürlich mit Freude Let's Playen. Also könnt ihr gespannt sein, was da noch so auf uns zukommt. Aber jetzt fahren wir erstmal noch weiter mit unserem Bogi. Und ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Dass wir da hinten, wo der Nebel ist, ankommen. Ah, wenigstens haben wir jetzt schönes Wetter. Ist doch herrlich, so eine kleine Bootstour. Mit so einem lauten Flugzeugmotorboot. Ja. Gibt's hier irgendwas zum Spielen? Nein. Nix hier. Gar nix. Ich könnte die Munition über Bord werfen. Aber dann fallen wir bestimmt um. Die ist bestimmt ein wichtiger Teil der Balance im Boot. Was ist das für eine Insel? Ist das auch Dublin Island? Es wird einer von diesen Zipfeln sein. Naja. Aha. Das sieht mir aus wie eine Insel. Doch, da fahren wir mal hin. Zumindest mal nah dran vorbei. Hier ist keine Insel mehr eingezeichnet, außer so ein ganz kleiner Punkt. Oder ist es der? Ich glaube nicht. Wir sind schon hier oben. Nee, wir wollen nicht. Felsen mit Palmen drauf. Aber wenn man sich so anguckt, wie weit das andere Zeug alles weg ist und die Insel dann so hervorgehoben, ist eigentlich kein Ausläufer von Dublin Island sein. Ah, ich habe Angst, dass wir umkippen. Oder fahre ich gerade gänzlich in die falsche Richtung? Nee, kann auch nicht sein. Oder ist es eine unerforschte Insel, die noch nicht mal kartografiert ist? Ich fahre einfach mal hin, was soll's. Das gucken wir uns an. Sieht interessant aus mit dem Gestein, mit Palmen oben drauf. Stimmt nicht zu Dublin Island. Das hier ist Dublin Island. Das ist alles so weit weg. Und die Insel ist vergleichsmäßig,
vergleichsweise nah. Ach, ich fahre einfach mal hin und guck's mal. Ah, wenn ich ankomme, wenn ich vorher das Boot kenne. Was soll man zuerst anlegen? Rechts oder links? Diese Inseln sind hier nicht verzeichnet. Tatsächlich nicht. Oder sind wir da drüben? Nein, kann auch nicht sein. Da waren wir schon da drüben. Was sagt denn der Kompass? Hier ist Norden. Ein Hochsitz. Nicht, dass da jetzt gleich jemand auf mich wartet. Ist egal, das gucken wir mal. Es würde mich schon sehr wundern, wenn wir uns jetzt völlig verfranst haben und ganz woanders sind. Die Inseln hier echt nicht eingezeichnet sind, wundert mich schon. Müsste ich wieder gut rankommen. So. Wie sieht's aus? Mal nachladen. Kann ich nicht. Ist wahrscheinlich voll. Ich renne jetzt einfach mal. Können wir den Gegner quasi überraschen, falls einer da ist. Ist aber niemand da. Gut. Was? Ach nö, nicht schon wieder. Wo ist sie? So, ist es jetzt? Gut, so aufgenommen. Und dann mal hoch da. Aha. Boah, nicht runterfallen. Oh, ach du Scheiße, ist das geil. Junge, Junge, und Munition dafür. Oh, ja geil. Das hat mir beim Boot gebrauchen müssen. Wir gebrauchen können. Oh wow, das ist ja der Hammer. Oh, was liegt denn da? Oh! Die Folge wird auch noch spannend. Ja, da müssen wir auch noch rüber. Da liegt eine Kiste. Sprit nehmen wir auch gleich mal. Ja, ist klar. Kann ich die jetzt? Nein. Wie? Ich kann nur eins davon. Ach so, alles andere ist voll. Ja, dann haben wir uns mal eine Wassermelone und das Brot rein. So, geht das jetzt? Wenn ich jetzt den Kanister und hier das Gewehr in die Tasche? Nein, geht nicht. Okay, wisst ihr was? Dann machen wir es so und laufen eben zweimal. Nein. Ach was. Jetzt bin ich auch noch runtergefallen. Oh, hör doch mal auf. Und die Knarre ist noch da oben. Ach, ja. Ah! Ah!
Oder ist sie jetzt runtergefallen? Und ich gehe umsonst hoch. Nein, die ist noch oben. Okay. Jetzt ist sie runtergefallen. Ja, jetzt ist sie runtergefallen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Wir schmeißen das Zeug einfach runter. So, tschüss. So machen wir das. Mann, Mann, Mann. Ist da nicht ein Gott an dem Gewehr dran? Hier. Schwuppdiwupp. So, Kanisterchen, du bist noch da. Sehr schön. Ah nein, das ist Quatsch, was ich jetzt mache. So. Du kommst hier hin. Schön hier stecken bleiben. Der Lauf ist jetzt wahrscheinlich ziemlich dreckig. Schön in die Erde reingeballert. So, Botti. There you are. There you are. Sprit nehmen wir natürlich immer gleich mal mit hier. Oh oh. Okay, wir sind zu weit weg. Keine Stadt dahin. Los, zeig mir. Use an. So. Boti ist abgetrieben. Okay. Jetzt war ich gerade hier irgendwie ziemlich in der Insel. Nehm ihn. Geh herüber. Springe herein. Und fülle auf. So. Oh, die war fast ganz voll. Sehr schön. Okay, zumindest bewegt sich das Boot hier noch. Also sind wir wohl noch einigermaßen im Wasser. Zack. Und her mit dem tollen Gewehr. Das wird uns noch sehr nützlich sein. So, vor allem... Was haben wir denn hier drüben für eine Insel? Alter Schwede, da sind lauter Inseln, die nicht eingezeichnet sind. Die hier sieht auch sehr unbewohnt aus. Mal noch ein Stück näher gucken. Mhm, das ist gut, das Ziel hier. Wunderbar. Okay, die sieht sauber aus. Dann gehen wir doch gerade mal gucken, was da so gibt. Ja, hier gibt es, glaube ich, sonst nichts mehr. Außer einen... Oh nein, da oben wollte ich doch hoch, oder? Nee, da war ich doch oben. Mal hier noch gucken. Aber hier scheint... nichts mehr weiter zu sein. Nö. Außer Bäume und Gestrüpp. Ah, so viel Gestrüpp. Okay. Gut, dann fahren wir mal darüber. Könnte ich zwar auch schwimmen, aber dann liegt das Gewehr wieder im Wasser. Das haben wir ja schon erlebt. So, habe ich es jetzt auch wieder verloren? Nein, gut. Okay. So. Nochmal da
darüber. Ah, oh, das gefällt mir. So ein schickes Scharfschützengewehr. Da muss ich jetzt echt drauf aufpassen. Dass ich das nicht wieder im Wasser verliere. Oh. Mit solchen Kinderaktionen hier. So, ich glaube, das passt. Ja, das passt. So, was haben wir hier alles? Außer Gestrüpp, Übergestrüpp. Noch eine Kiste. Ich habe doch da eine Kiste liegen sehen. Wo war die denn? Toll, das Gestrüpp hat man, glaube ich, von der anderen Insel aus nicht gesehen. Das war da noch nicht aufgebaut, grafisch. Die muss hier irgendwo rumliegen. Nur wo? Ich will mir jetzt hier auch keinen Wolf rennen. Und nach einer imaginären Kiste suchen, die vielleicht gar nicht da ist, weil sie nur ein Hologramm zum Beispiel war. Nein, da ist sie. Wenn sie das war. Okay, wir haben eine Kiste. Juhu! So. Schön. Eine leere Kiste. So leer, dass nichts drin ist. Aber ich glaube nicht, dass es die war. Die ist ja auf der anderen Seite von der Insel quasi. Die dürfte ich nicht gesehen haben. Allein vom Winkel her. Immer diese Laufgeräusche. Von links und von rechts. Ah, furchtbar. Und beim Strafen. Das müsst ihr auch noch ändern, liebe Entwickler. Das nervt so ein bisschen. Ah, hier haben wir doch noch eine Kiste. Oh, und was haben wir hier? Diamanten. Die man als Bezahlung für Waffen und Munition nehmen kann. Wunderschön. Und was ist das? Nein, mein Gewehr. Nein, 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 nein. Blöde Aktion. Ey, Gewehr, bleib hier. Nicht wegstrafen. Ich glaube nicht, dass da Sprit drin ist. Ich glaube, wir haben genug Sprit. So, das war höchstwahrscheinlich die Kiste, die ich gesehen habe. Kann ich da drauf? Ich will da drauf. Nein, ich kann da nicht drauf. Naja. So. Gucken, ob da drüben noch alles klar ist. Ja, wunderbar. Okay, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir hier ein kleines Folgenpäuschen auf dieser schönen Insel und sehen uns dann wieder in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Time to Play. Und bis dahin, hier im Regen, macht's gut. Ciao, man sieht sich.